Ja, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Europa League Heimspiel gegen Real Betis Sevilla. Ich begrüße an meiner Seite unseren Cheftrainer Gerardo Seoane und als Spieler verstärkt uns Robert Andrich, worüber ich mich sehr freue. Und ich darf Sie um Ihre Fragen bitten. Wer möchte beginnen? Philipp Seldorf von der Süddeutschen Zeitung. Jetzt macht er das Mikro kaputt. Ja, trotzdem. Vielleicht an den Trainer und an Sie, Herr Andrich. Es ist ein Europacup-Abend gegen Betis Sevilla, ein namhafter Gegner. Das klingt nach einem Freudenabend. Sehen Sie dem auch so entgegen oder unter dem Eindruck der Ergebnisse der letzten Wochen vielleicht etwas weniger? Nein, die Freude ist immer da. Wir freuen uns immer auf Spiele. Wir sind sowohl Staff wie auch Spieler, Wettkampftypen. Und dafür leben wir. Das ist das Beste, das ist der beste Tag der Woche und darum freuen wir uns auch darauf. Ja, ich denke auch, internationales Spiel ist doch mal was Besonderes. Ich denke, man hat im Hinspiel schon gesehen, Atmosphäre vor Ort und ja, die Qualität des Gegners wird morgen wieder sehr interessant und da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Stefan von Nox vom Kicker. Hallo Herr Seoane, ich hätte eine Frage zum Personal. Heute beim Abschlusstraining hat Lucas Alario nicht mitwirken können. Können Sie was sagen, was das für das morgige Spiel bedeutet? Lucas ist fraglich, hat seit einigen Wochen immer Probleme physisch und wir haben entschieden, ihn heute nicht auf dem Platz zu belasten, sondern innen, sowohl im Multifunktionsraum wie auch im Speedcourt. Und wir werden morgen entscheiden, ob er zur Verfügung steht. Sicher fraglich. Noch eine kurze Nachfrage. Gab es dann während des Trainings noch irgendetwas an Verletzungen, was sich für morgen auswirken würde? Nein, nein, nein. Philipp Ahrens von der Bild-Zeitung. Ja, hallo, Tag zusammen. Auch Frage an beide. Dieses Spiel jetzt um den Gruppensieg, das kann man ja was so sagen, das ist schon sehr vorentscheidend, ist für euch ja Chance, aber vielleicht auch ein bisschen gefährlich, denn man weiß ja, Celtic hat zwar nur 3 Punkte, aber sollten die morgen gewinnen, ihr möglicherweise das Spiel verlieren, könnte es in 2 Wochen oder wann es in 3 Wochen gegen Celtic auch ein ganz entscheidendes Spiel geben. Wie geht ihr das Ding morgen an? Zuerst einmal konzentrieren wir uns auf unsere Leistung, machen keine Rechnungen. Klar wollen wir morgen die tabellarische Situation verteidigen. Das ist selbstverständlich, aber wir konzentrieren uns auf unsere Leistung. Wir wollen, wir versuchen aus den letzten Spielen gewisse Punkte rauszunehmen, was wir besser machen wollen, welche Ansätze wir gehen wollen, damit wir wieder einen besseren Auftritt haben und darauf fokussieren wir uns. Ja, ich glaube, da gibt es jetzt gar nicht so viel noch hinzuzufügen. Ich denke, wichtig ist morgen, es ist weiter ein Gruppenspiel. Wir wollen eine Runde weiterkommen und wie gesagt, wir wollen unseren Platz verteidigen mit einer guten Leistung. Philipp, bitte. Ich schließe mal nochmal an. Herr Andrich, was hat gefehlt in den letzten Wochen, als die Ergebnisse nicht gut waren? Ja, ich glaube, es wurde schon viel über die Chancenauswertung gesprochen. Ich denke, das jetzt nur darauf immer zu herunterzubrechen, wäre jetzt auch ein bisschen zu einfach. Ich denke, dass in manchen Situationen vielleicht das Spielglück auch nicht auf unsere Seite ging. Wenn du in Rückstand gerätst, dann ein schnelles 2-0 bekommst, dann wird es in der Bundesliga halt auch schwer. Es ist halt nicht so einfach so ein Spiel zu drehen. Und dann kommst du in Anführungsstrichen in so einen kleinen Strudel, wo du als Fußballer immer reinkommen kannst, wo du dann aber als Mannschaft rauskommen musst. Und da bin ich auch sehr guter Dinge, dass wir das schaffen und dass wir das zusammen auf jeden Fall angehen. Und da sind wir alle guter Dinge. Stefan von Nox. Herr Andrich, Sie haben gerade diesen Strudel angesprochen, der da entstehen kann oder vielleicht schon damit stehend ist. Sie wurden geholt als Spieler, der auch große Widerstands- oder gegen Widerstände sich auflehnt. Wie können Sie dazu beitragen, vielleicht jetzt diesen Trend, der sich da abzeichnet, diesen Trend zu stoppen und umzudrehen? Ja,
Also großartig andere Sachen wie sonst werde ich jetzt nicht machen. Also ich werde weiterhin, wie meine Art ist, mich auf dem Platz präsentieren, versuchen, ja, die Mannschaft mit meiner Art und Weise mitzunehmen. Und ich denke jetzt irgendwelche, ja, weltbewegenden anderen Sachen zu machen, nur weil es jetzt in Anführungsstrichen ein bisschen schlechter läuft, wäre jetzt auch ein bisschen falsch. Von daher versuche ich weiterhin einfach mit meiner Aggressivität und mit meiner, ja, Persönlichkeit die Mannschaft, ja, sozusagen so ein bisschen in die richtige Richtung wieder zu bringen. Aber da brauchen wir natürlich auch alle dazu. Frank Laschet, Radio Leverkusen. Herr Seoane, in Spanien war es für Sie eine Hitzeschlacht. Jetzt haben Sie ein Heimspiel. Ist das vielleicht auch ein Heimvorteil, wenn die Spanier hier im nasskalten Wetter in Deutschland spielen müssen? Also ein zusätzlicher Pluspunkt für Ihre Mannschaft? Also in Spanien ist es schon auch kalt ab und zu. Ich weiß nicht, ob Sie das Spiel gesehen haben in Madrid. Das hat ja nur geregnet. Also ich denke, beide Mannschaften haben die Persönlichkeit, sowohl zu Hause wie auch auswärts gute Spiele zu machen. Es ist eine spielstarke Mannschaft mit viel Erfahrung. Da gibt es Spieler, die spielen seit 15 Jahren auf Top-Niveau. Also das wird für die kein großer Unterschied sein, ob zu Hause oder auswärts. Also ich erwarte einen starken Gegner. Und damit hat sich's. Wir konzentrieren uns vor allem auf unsere Leistungen, was wir besser machen müssen als in den letzten Spielen. Ein paar Dinge hat Robert schon angesprochen, ein paar Dinge werden wir auch vom Staff versuchen noch einzubringen und konzentrieren uns vor allem auf unsere Leistung. Gibt es weitere Fragen? Stefan von Ox. Also Johanne, das Wolfsburg-Spiel war jetzt das erste Spiel, wobei er sich auch nicht diese Zahl an Torchancen rausgespielt hat wie in den Spielen zuvor, wo man dann nicht die Ergebnisse erzielt hat. Inwieweit ist das auch eine Sache, die jetzt vielleicht dann im mentalen Bereich zu arbeiten beginnt in der Mannschaft? Ich glaube, die Mannschaft kann das gut einordnen. Wir wussten, dass gegen Wolfsburg es immer schwierig ist, zu Torchancen zu kommen, auch schon vor dem Trainerwechsel. Das ist eine robuste Mannschaft, die sehr wenig zulässt. Ich denke, dass die Mannschaft das über vor allem die erste Halbzeit sehr gut gemacht hat. Wir haben fast nichts zugelassen. Das war auch ein Fokus, den wir gesetzt haben. Wir haben zwei, drei gute Umschaltsituationen, die wir nicht gut zu Ende spielen. Aber die Mannschaften haben sich neutralisiert. Der entscheidende Faktor war diesen 7 Minuten in der zweiten Halbzeit, wo wir nach dem ersten Tor vor allem nicht gleich weitergespielt haben. Das haben wir auch angesprochen, dass wir auf unserem Weg bleiben müssen, dass es immer möglich ist, dass man ein Tor bekommt. Aber ich glaube, die Mannschaft kann schon einordnen, wieso, dass wir gegen Wolfsburg weniger Torchancen gehabt haben. Das hat mit dem Gegner zu tun. Auch unsere Ausrichtung war anders. Das war auch dem Gegner geschuldet. Philipp Ahrens. Robert, wie erlebst du die Mannschaft jetzt nach diesen doch etwas von den Ergebnissen her enttäuschenden Wochen? Man merkt schon, dass eine Art Unzufriedenheit wäre jetzt ein falsches Wort, aber ich denke schon, dass vielen bewusst ist, was die letzten Wochen passiert ist, was auch gar nicht unbedingt schlecht ist. Ich denke schon, dass der Fokus jetzt noch ein bisschen enger geworden ist, dass es halt viel auch über die Basics geht oder gehen muss. Und das ist auf jeden Fall vielen bewusst, das merkt man. Und das ist ein guter Fokus, der momentan da ist. Ich schaue kurz. Philipp Seldorf hat noch eine Frage. Ja, dann hätte ich noch eine Frage an Sie, Herr Seoane. Sie sind ja jetzt zum Moment, was haben wir, November, 3 Monate im Dienst sozusagen. Haben Sie eine Ansicht darüber, sind Ihre Erwartungen an die Mannschaft, an den Verein eingelöst worden, bestätigt worden, oder machen Sie gerade Erfahrungen, die Sie vielleicht vorher nicht kalkuliert hatten? Solche Dinge kalkuliert man doch nicht in unserem Job. Ich finde, wir haben einen sehr guten Sommer mit einer guten Transferpolitik. Wir haben einen guten, breiten Kader mit spannenden Spielern, mit Erfahrung. Und wir haben jetzt in den letzten 2-3 Wochen 5-mal nicht gewonnen. Aber es gibt ein 1-1 in Sevilla mit einer guten Leistung. Es gibt ein Spiel in Köln, wo wir uns ärgern, dass wir das nicht zu Ende spielen. Dann würde man ja nicht von eurer Seite von einer Krise sprechen. Also wir,
Wir wissen, wo wir stehen, wir wissen, was für Stärken wir haben. Wir sind uns auch bewusst, dass jetzt ein bisschen Pech dazu kommt, dass sich doch einige Verletzungen angesammelt haben von erfahrenen Spielern. Das kann passieren, wenn das bei anderen Teams passiert, hat das auch eine Auswirkung. Aber ich finde schon, dass wir eigentlich sehr gut aufgestellt sind, aber jetzt einfach ein bisschen Pech, dass diese Verletzungen gleichzeitig kommen von wichtigen Spielern. Und ich habe nicht erwartet, dass ich in die Bundesliga wechsle und es keine Schwierigkeiten gibt oder keine Widerstände. Das gehört in unserem Trainerjob dazu, für die Trainer, für die Spieler, für den Club. Und unsere Aufgabe ist es, versuchen, immer wieder eine Lösung zu finden, Veränderungen vorzunehmen, gemeinsam mit der Mannschaft, mit der sportlichen Führung. Und das spüre ich hier im Verein, dass wir zusammenhalten und versuchen, in die gleiche Richtung zu gehen. Dass wir selbstkritisch sind, dass wir ambitioniert sind, aber dass wir auch motiviert sind, diesen Weg zu gehen. Das schien die letzte Frage gewesen zu sein von Philipp Seldorf. Das ist der Fall. Dann danke ich Ihnen. Wir erwarten morgen Abend um 21 Uhr 14.000 Zuschauer und freuen uns auf ein tolles Spiel gegen Betis Sevilla. Bis dahin, danke und tschüss.